Die Software im neuen HTC One nennt sich Sense 5. Man sieht hier schon der Lockscreen, der ganze neue Look ist etwas reduziert. Wenn ich reingehe und es undocke, dann sieht man den neuen Homescreen, der nennt sich der Blinkfeed. Das heißt, das ist ein neuer Homescreen, der aggregiert Informationen aus verschiedensten Quellen. Ich kann hier durchgehen, da sind meine Social Media News drin, da sind verschiedene Newsquellen, die ich hier ausgewählt habe. Und wenn was Neues passiert, kommt es hier oben rein, wenn ich es aktualisiere. Und wenn was Neues reinkommt, wandern die anderen Sachen nach unten. Das heißt, ich kann mich hier durch den Tag durchscrollen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, und dann die Artikel aufrufen. Die kommen hier mit ganzem Text rein, also nicht wie bei einer App, die in Wirklichkeit nur auf den RSS zugreift, wo ich nur 3-4 Zeilen habe und am Schluss macht sie den Webbrowser auf, sondern ich habe wirklich hier den ganzen Content drin. Darüber natürlich Uhr und Wetter. Zusätzlich dazu gibt es einen neu gestalteten App-Launcher, den rufe ich so auf. Der kann alles, was früher nur der Homescreen konnte. Das heißt, man sieht es hier schon, ich habe hier Folder. Ich kann neue Folder gestalten, so wie ich es vom Homescreen kenne. Ich kann aufräumen und sagen, naja, das soll jetzt hier an dieser Stelle sein. Ich kann Sachen hier in den Launcher, in die vier Haupt-Icons reinlegen. Dann habe ich auch hier Icons drin, beziehungsweise wieder zurück auf den Blink-Feed schalten. Zusätzlich dazu gibt es auch die Möglichkeit, sagen wir mal, traditionelle, klassische Android-Homescreens hier hinzuzufügen, wo ich dann Widgets von Market-Applikationen oder HTC-Widgets habe. Aber die Hauptansicht ist dieser Blinkfeed, der mich wirklich immer bei jedem Aufwecken auf den neuesten Stand bringt. Auch die Apps dahinter sind jetzt neu gestaltet. Die haben jetzt auch eher diesen, ich sage jetzt mal, Holo-artigen Look. Mal kurz schauen. Du kannst irgendwie sehen, selbst hier sämtliche Apps, alle folgen jetzt eigentlich diesen Google-Design-Linien, ob ich jetzt in den Dialer reingehe oder in den Webbrowser. Alles hat diese sehr schöne, flache, reduzierte Optik. Aber die wirkliche Hauptneuerung hier ist dieser Blinkfeed, weil der zieht sich aus den verschiedensten Quellen Sachen, wenn ich jetzt mal hier versuche zu konfigurieren. Ich kann sagen, da soll jetzt mein Facebook rein, mein Flickr, mein Twitter, gleich der Kalender. Zusätzlich kann ich Newsquellen auswählen von meinetwegen Nachrichtenagentur, von verschiedenen Webseiten, natürlich UEFA, weil wir über unsere Champions League Partnerschaft natürlich auch einen starken Fokus hier auf Fußball machen. Oder ich gehe über Interessen. Wenn ich sage, mich interessiert Design, klicke ich es an, wird es in dem Blinkfeed mit berücksichtigt. Wenn ich sage, ich interessiere mich jetzt nur für alles, was irgendwie rund um Österreich und die Schweiz passiert, kann ich es auch entsprechend anwählen. Der Multitasking-View ist durch einen kleinen Doppelklick hier auf der Home-Taste. Das heißt, auch der nimmt ein bisschen die Optik zurück. Wir müssen jetzt hier nicht mehr groß mit 3D-Animationen arbeiten, sondern es ist mehr Fokus auf, ich kann wirklich auf einen Blick alles sehen, was läuft, und dann entsprechend auch abschießen und rausnehmen. Zusätzlich Widgets oder Felder kann ich hinzufügen. Das heißt, standardmäßig sind jetzt hier zwei Screens konfiguriert. Ich kann weitere Screens hinzufügen und sagen, okay, da möchte ich jetzt British Airways Widget drauf. Dann ist es auf diesem Screen. Aber von der Idee her brauche ich die anderen Screens eigentlich gar nicht mehr, weil ich komme über den App-Launcher sehr effizient, wirklich mit einem Klick zu all dem, was ich wirklich brauche. Und wenn ich wirklich muss mal kurz das Telefon aufwecke und reinschaue, bin ich hier nicht immer sofort auf dem neuesten Stand und das Ganze grafisch sehr schick aufbereitet, sehr visuell, sehr, sehr fotoorientiert. Ja, und das ist Sense 5 mit Blinkfeed.